letzte Auftritt von Dobrindt, dem Sister. Und er ist auch mit dafür verantwortlich, dass in Rastatt ein großes Unglück von der Deutschen Bahn passiert ist. Dort sind die Schienen abgesagt. Die wichtigste transversale Strecke in Europa ist unterbrochen worden, auf viele Wochen hinaus. Und dazu wird jetzt Jenö von den Parkschützern noch kurz etwas sagen. Bitte, Jenö. Ja, das ist mit ein Grund, warum wir jetzt aktuell nach Berlin gefahren sind, weil wir auch aus diesem Grund brandmarken wollen, dass sich der DB-Vorstand und der Aufsichtsrat vor der Verantwortung, die er auch für Rastatt trägt, drückt. Und Rastatt ist für uns in Stuttgart auch ein Zeichen für die Wertlosigkeit der Beteuerungen der Vertreter der Deutschen Bahn, was die Risikoarmut anbetrifft, von der sie immer sprechen, beziehungsweise von vernachlässigbaren Risiken. Und in dieselbe Rede hat man geführt vor Rastatt, und was wahr ist, ist jetzt erlebbar. Der Risikofall ist eingetreten und führt zu extremen Schäden. Rastatt ist nach meiner Auffassung der größte Kollaps der Deutschen Bahn in der Nachkriegsgeschichte, auch wenn das in der Öffentlichkeit so noch nicht bewusst ist, in der Wirtschaft und im Handelsblatt und so weiter, also in Fachzeitschriften der Wirtschaft kann man das lesen, dass schon weit mehr als 1 Milliarde Euro Schaden entstanden ist durch diesen Kollaps der Bahnstrecke bei Rastatt. Und da in Stuttgart große Teile der Tunnel durch Anhydrit führen, der bekanntermaßen ein sehr risikoreiches Gesteinsmaterial ist für Tunnelbauten, sehen wir für Stuttgart eben kritisch oder extrem kritisch diese Risikomentalität der Deutschen Bahn unter Verdrängung der Folgen und unter Verdrängung der realen Risiken. Das ist eben mit ein Grund, warum wir hier heute stehen. Genau, vielen Dank, Jenö.